Die US-Armee hat im Bundesstaat Michigan in der Nähe des Huronsees an der Grenze zu Kanada ein weiteres unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. Laut Verteidigungsministerium gab Präsident Joe Biden den Befehl dazu. This thing is so weird. Das achteckige Fluggerät wurde nicht als militärische Bedrohung eingestuft, sei aber möglicherweise zur Ausspähung geeignet gewesen. Zudem wurde es als störend für den Flugverkehr erachtet. Es ist das vierte Objekt, das in den vergangenen Tagen im US-Luftraum abgeschossen wurde. Vor gut einer Woche wurde mit Hilfe einer Rakete über dem Atlantik im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten ein riesiger mutmaßlicher chinesischer Spionageballon zum Absturz gebracht.